Hey Leute, dieser Moment, wenn man seinen PIN nicht weiß. Und noch einen Tag davor, gestern habe ich mir noch so Gedanken gemacht, bevor ich losgefahren bin. Was würde passieren, wenn ich meinen PIN vergessen würde? Ich kenne ihn nämlich nicht. Ich habe immer so einen Zettel von Telekom. Da gucke ich drauf, das ist mein neuer PIN. Und meistens, wenn ich mein Handy ausmache, ist es bewusst. Ich mache es aus, weil dann zum Beispiel, ich muss es neu starten, weil es gerade irgendwie rumspinnt oder irgendwie das Internet spinnt oder keine Ahnung. Aber ich mache mein Handy eigentlich sehr selten aus und ich lade es ja auch immer, dass es nicht ausgeht. Und gestern auf dem Weinfest, wir waren gestern auf dem Weinfest, Julia, Lisa und ich, es war mega cool mit den Mädels und noch ein paar Kerle, ihr Bruder und seine Kollegen und so, da waren auch ein paar Nette dabei und ja, generell das Weinfest war mega cool. Und ich, Depp, ne, ich habe ein bisschen gut getrunken und dann habe ich auf irgendeinen so blöden Knopf gedrückt und plötzlich gucke ich auf mein Handy und sehe nur so, oh Mist. Dann blinkt der Handyname so auf und ich denke so, nein, ich habe es ausgemacht. Und dann ist es wieder angegangen und ich konnte den PIN nicht zusammenkriegen. Es sind einfach nur 4 Zahlen und ich konnte sie mir nicht merken, obwohl ich sie gestern Abend erst eingegeben habe und gedacht habe, ja, der PIN ist eigentlich sehr leicht. Den kann man sich merken und was passiert, ich habe ihn mir nicht gemerkt, ich Volltrottel. Und dann ohne Handy, wir haben aber noch Bilder vorher gemacht, paar auf dem Weinfest, Lisa, Julia, ihr, ja, und ich. auf jeden Fall, ja, wir haben Bilder. Echt bescheuert, ich musste meine Date über Lavu schreiben, also über meinen Laptop von meinem Vater. Ich war bei meinen Eltern zu Besuch spontan. Das Weinfest, das war übrigens auch bei meinen Eltern in der Nähe. Insta schmeißt mich bald raus. Was ich euch noch gleich Witziges erzählen wollte, warum passiert immer mir so eine Scheiße? Das mit dem PIN ist mir passiert, ne? Also mir passiert nicht nur Scheiße, mir passieren auch gute Dinge. Ich habe mein Auto nachts dort stehen gelassen. Heute bin ich zum Auto gelaufen und dann denke ich so, okay, mit meinem Auto ist alles in Ordnung, ich habe es mir jetzt noch nicht groß angeschaut. Dann fahre ich so die Autobahn und plötzlich war Stau. Und dann gucke ich nach rechts rüber und merke so, Scheiße, mein rechtes, ich sag's euch gleich.